Wenn Sie sich erinnern, vor 1,5 Jahren hat alles begonnen, indem eigentlich aus China jemand gekommen ist und in Deutschland eine Schulung gehalten hat. Das heißt, wir müssen natürlich versuchen, hier vor allem den Reiseverkehr zu überprüfen und immer wieder zu testen und zu schauen, dass man rechtzeitig findet. Wir werden es aber nicht wirklich 100% verhindern können. Das Wesentliche an dieser Mutation oder an dieser Doppelmutation ist, dass es jetzt nicht eine Kreuzung von zwei Mutationen ist, sondern dass es wirklich definitiv am Oberflächenprotein zwei Veränderungen gibt. Etwas, was jetzt überhaupt eine neue Variante ist und wo dasselbe gilt wie bei der Fluchtmutation letztendlich. Wir müssen schauen, wie weit die derzeitigen Impfstoffe helfen oder nicht helfen, aber es ist die rasante Verbreitung, die natürlich Sorge macht. Also ich denke, es muss besser werden, weil wir spätestens im Sommer wahrscheinlich in etwa, ich hoffe, 3,5 Millionen Geimpfte haben oder 3 Millionen Geimpfte, wenn nicht mehr. Das heißt, dadurch wird automatisch die Sicherheit eine andere. Und wenn alles so läuft, wie wir das geplant haben oder wie wir das gehört haben, wie die Regierung das geplant hat, dann denke ich denn doch, dass die vielen Sicherheitsvorkehrungen dazu helfen werden, dass wir auch, und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, in einer gewissen Form reisen werden. Eine Maßnahme, um die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen, ist auch die FFP2-Maskenpflicht. Die wurde ja in Wien an äußerst besonders stark frequentierten Orten erlassen. Das passierte noch während der Amtszeit von Rudi Anschober. Mittlerweile ist er aus gesundheitlichen Gründen zurückgetreten. Und wir haben Rudi Anschober tatsächlich jetzt bei einem Erholungsspaziergang entlang des Donaukanals ohne Maske gesehen. Es gibt Bilder, die das belegen. Zwischen dem Abschnitt Friedensbrücke und Franzensbrücke, dort herrschte eine strikte Maskenpflicht. Ist das peinlich für den ehemaligen Gesundheitsminister, dass man hier ohne Maske erwischt hat? Wie sehen Sie das als ehemalige Gesundheitsministerin? Also ich denke mir, da ist der Minister oder die Ministerin nichts Besonderes, sondern ein Mensch wie jeder andere auch. Und ich glaube, bei den sich überstürzenden, verändernden Regeln kann es schon einmal passieren, dass man sich an eine nicht mehr erinnert. Ich weiß manchmal auch nicht mehr, muss ich jetzt um 20 Uhr zu Hause sein oder nicht, weil das letzte Mal war das irgendwie mit 14 oder 15 Jahren, als ich das musste. Also ist es für mich auch so, dass man möglicherweise Maske runter, Maske rauf einmal drauf vergessen kann. Es ist aber natürlich so, dass es genauso zu kritisieren ist wie bei jedem anderen Staatsbürger in Österreich. Kritisiert wird auch jetzt, dass der neue Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein offenbar Kettenraucher unter Anführungszeichen ist. 10 bis 20 Zigaretten soll er sich da laut eigener Aussage am Tag anzünden. Ist das schlecht für ein Image des Gesundheitsministers, wenn er viel raucht? Sagen wir so, er hat das auch argumentiert und hat gesagt, er hat oftmals versucht aufzuhören. Es ist ihm halt nicht gelungen. Ich denke, man muss da ein bisschen unterscheiden. Also Kettenrauchen ist das noch nicht, wenn man 10 bis 20 Zigaretten am Tag raucht. Aber wenn er raucht, und das hat er auch gesagt, sagt er auch und weiß, dass es schädlich ist. Sie wissen, ich habe ja auch, bevor ich Ministerin geworden bin, sehr stark geraucht und habe dann eben aufgehört zu rauchen, um diese Vorbildwirkung zu zeigen. Ich muss Ihnen ganz ehrlich eins sagen, man hat es mir eh nicht geglaubt und war sowieso der Meinung, dass ich heimlich weiter rauche. Wenn der Bundesminister Mückstein heute 10 Zigaretten am Tag raucht und es läuft alles andere in seiner politischen Arbeit gut, da bin ich sehr tolerant.